So, willkommen zurück zum vierten Teil der 100er-Serie. Ja, jetzt kommen nochmal zusätzlich 20 Minuten und dann geht's wie gesagt regulär weiter, was ich schon mal beim letzten Video angekündigt habe, auf 10 Minuten, der so regulär Basis, so 10, 15 Minuten. Das ist immer so knapp an der Grenze. Aber wir wollten jetzt Stahlstaub herstellen, das heißt Eisenbahnen hier, einfach Kohle noch dran klatschen. Dann bekommen wir Stahlstaub und ich meine, mich zu erinnern, aus einem Stahlstaub bekommen wir irgendwie, glaube ich, zwei raus oder ein. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist ja auch eigentlich relativ egal, das ist nämlich ziemlich günstig so herzustellen, als diese großen Öfen herzuzaubern. Weil es ist das gleiche Prinzip, nur wir können uns das sozusagen schon schneller hinquäffen. So, dann brauchen wir noch zwei Kokskohle. Da brauchen wir auch noch ein paar Öfen, da müssen wir uns ein bisschen Lehm irgendwie noch holen. Das wäre gar nicht schlecht, dass wir uns irgendwie ein bisschen Lehm suchen noch. Damit wir wenigstens noch da eine Kokerei hinsetzen können und irgendwie außerhalb noch irgendwo hier. So vielleicht an die Bahnlinie oder so. Parallel mit den Bienen noch dazu. Muss ich mal schauen, wenn ich das noch austingle. So, Fleisch habe ich irgendwo hier liegen lassen. Da. Oh, wo kann ich denn das Fleisch reinwerfen? Na da irgendwo. Warte mal, waren da auch noch. Ja, ich brauche unbedingt Lehm. Dann werden wir uns das jetzt mal besorgen. Findet sich meistens am besten in Sumpfgebieten, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier ein Sumpfgebiet habe. Boah, wie viel Energie hast du noch? Wow. Oh, der ist gerade von unten fertig geworden. Der ist jetzt gerade fertig geworden und die ganzen Kisten werden voll. Krass, der holt er sich jetzt nicht die Kohle ab? Welchen steuerst du denn hier noch an? Oh nein. Mach keinen Unsinn, nimm die Kohle mit. Oh, Glück gehabt. Er nimmt die Kohle mit. Geil. Hier habe ich was falsch eingestellt. Alles klaro. Gut, dann werfen wir das hier auch rein. Da können wir auch fast. Warte mal, da können wir einen hiervon rausnehmen und 1, 2, 3, 4 davon mitnehmen. Und da das da hinten ja auch noch läuft, könnte ich ein bisschen. Sag mal schnell ein paar Setzlinge mitnehmen. Der wird jetzt bestimmt durchlaufen, immer 1, 2. So, guck mal her. Da können wir vielleicht später noch ein, zwei Dinger mehr dranhängen. Da weiß ich aber noch nicht ganz genau, wie ich das anstellen werde. So, ihr seid bestimmt fertig, ne? Noch nicht ganz. Noch. Oh, du bist fertig? Okay. Aber du nicht. Na gut, der sitzt auch vorne. Das heißt, seine Sachen werden hier schnell abgepumpt. Naja, Hauptsache es läuft. 2, 3, 4 und dann Stack dahin. Dann können wir auch, weiß nicht, Cobblestone oder so noch reinschmeißen, wenn wir vielleicht bemoosten Stein noch bekommen. Muss ich mal gucken, ob ich das so handle. So, jetzt schauen wir mal gucken, wie es bei Yo-Yo Matter läuft. Da kann es doch nicht ganz viel sein. 10 Stück, ja. Dann nehmen wir hier noch so ein Stack raus. Komm, Dankeschön. Dann gehen wir jetzt mal im Fix auf Lehmsuche. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo ich jetzt Lehm finde, in welcher Richtung. Ich schaue jetzt einfach mal, vielleicht findet sich irgendwas Passendes. Ich schaue jetzt einfach mal in diese Richtung. Meist ist das so Norden-West-Richtung. Aber kann ich jetzt nicht genau sicher sagen, dass es so ist. Nee, warte mal. Oder ist es da noch gewesen? Mich daran zu erinnern, dass da irgendwie Lehm war. Weiß ich nicht genau. Denn, wie viele brauchen wir denn ungefähr? Viele Koksöfen noch? Aha, einen drinne. Dann vielleicht noch eine Massenfabrik innen, also komplett im Haus und vielleicht 1, 2, 3 draußen oder so. Damit ich halt verschiedene Standpunkte habe und ich das verschieden ansteuern kann. Muss ich mal schauen. Achso, ich habe noch was anderes angestellt. Weil meine Folge muss ich ja nebenbei rendern. Oh, ihr nervt die Hühner. Ich habe hier ein bisschen Fläche schon mal geschaffen. Sprich hier ein bisschen alles wieder aufgefüllt. Hier noch nicht ganz, hier fehlt noch ein bisschen. Da ist so ein See. Aber sonst habe ich ein bisschen aufgefüllt. Der Grund ist, die ganze Stadt werde ich von da hinten nach hier rüber schieben, ohne Stadtmauer rumziehen. Deswegen habe ich die Holzproduktion A gestartet. Und deswegen habe ich das eher noch zurückgelassen. Mit den Bäumen. Ach, mit den Bäumen, mit dem Dorf. Weil da habe ich mich überlegt, wo setzt es hin, setzt es um, machst es anders. Und da habe ich mal in der Testwelt habe ich dann eine Mauer drum gezogen, so halt so eine Dorfmauer. Und dann habe ich überlegt,
Ja, das grenzt doch zu nah an dem Ding, du hast dann nachher keinen Platz für dich selber. Und dann habe ich das ungefähr in meinem Kopf geplant, das habe ich dann nicht aufgebaut, habe ich das dann gedanklich dann in die Stadt rübergeschoben und gefiel mir dann. Also die Stadt wird dann nicht so groß sein, aber es wird dann so sein, dass die Villager halt sicher sind. Oh, so viel Leben noch hier. Na komm, alles weg, alles muss hier weg. Ich brauche nämlich ganz viel Lehm und Sand brauche ich nämlich auch. Das ist Kies. Das ist Grasblock. Dann schauen wir mal noch weiter hier oben. Da ist, glaube ich, noch Lehm. Ja, das ist eindeutig noch Lehm. Uah. Zumindest geht das so schnell zum Abbauen, als mit einer Schaufel oder sowas. Schön den Drill dran gehalten und weggekloppt alles. So. Wie viel haben wir denn? Ah, da haben wir schon mal ein paar Steckchen hier fertig. Da suche ich aber noch, ich brauche noch ein paar mehr. Möp, möp. Vibriert das Handy in meiner Aufnahme? Ich weiß nicht, was so populär an mir ist. Warte mal, da könnte ich das Holz ein bisschen mitnehmen. Damit habe ich auch noch was vor. Da aber später mehr zu. Das werde ich alles vorbereiten. Sprich zumindest den Raum dafür. Dafür. Da werde ich den Raum vorbereiten, aber sonst nix. Klopp mal hier weg. Weil das ist nämlich eine geile Sache, die ich mir überlegt habe dafür. Das ist mir auch im Nachhinein eingefallen. Das kann man doch eigentlich machen. Aber da verrate ich noch nicht zu viel. Das soll ja eigentlich ein kleines Geheimnis sein. Wie kann ich hier nicht... Hallo. So. Setz hier das wieder hin und das hier hin und hier so ein Pilz, den will ich nicht. Will doch kein Mensch. Uah, da wollte ich mein Jetpack eigentlich wieder aufziehen. Oh, schon wieder so ein oller Pilz. Okay, kannst du nicht irgendwo in Ecke spawnen? Da. So, hier Lehm. Nein, kein Lehm. Oh, ist das... Ja, da müssen wir mal eben noch klopfen. Guten Tag. Und ein Pärchen. Strike. Besser kannst man nie kriegen. Kann ich aber nicht mehr so viel Stacks mitnehmen, ist aber auch egal. Achso, da sind diese komischen Seeds. Oh, warte mal, ist da noch... Oh, hier sind noch ein paar. Ja, einer reicht eigentlich. Da ist noch eine Quelle, das ist aber eine einfache. Eine große Quelle erkennt man, dass da noch ein zweiter Sprudelkranz oben drauf ist. Oder? Ja, das ist eine einfache. So, jetzt brauche ich aber noch ein bisschen... Ein bisschen Lehm wäre ja schön, da vorne ist was. Koksöfen, ja, ich bin überlegen, wie viel ich gerade benutzen werde. Doch werden aber einige sein. Sag mal weg bitte, danke. Oh, ich habe nicht mehr so viel Platz im Inventar, nein. Dann müssen wir das halt so machen. Jetzt habe ich aber wieder Platz. Oh, Glück gehabt. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Da komme ich noch nicht mit aus. Da ist noch Lehm. Und wenn ich jetzt eine Effektivität drauf hätte, dann würde das noch ein bisschen schneller gehen hier. Aber kann ich auch nichts für. Das liegt halt daran, dass die Bücher nicht so wollen, wie ich möchte, weil ich will ja auch noch Glück 3 haben. Behutsamkeit ist jetzt nicht so das Wahre, was ich brauche, aber so Glück wäre ganz schön lustig. So, da ist auch noch Lehm. Ich glaube, das sollte dann aber auch gleich reichen. Ich brauche irgendwie 110 oder so. Auf jeden Fall, ich rechne immer mit 2 Stacks pro Ofen. Da werden nachher ein paar Dinger mehr bleiben, aber da kann man immer von ausgehen, 2 Stacks pro Ofen einfach rechnen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Doppelt 2,5 Stacks Sand braucht er dann noch dazu. Aber das kriegt man ja alles relativ schnell. Upp. Was ist denn hier los? Hier war ich noch nicht. Ich will jetzt auch nicht so viel erkunden wieder hier. Das soll ja noch viel ein bisschen so für mich bleiben. Oh, was haben wir denn? Achso, hier haben wir wieder Bienen. Oh, Appetite. Das habe ich nämlich bei mir auch gefunden. Ah ja, ich will nicht so weit gehen. Dann gehen wir wieder hier. Wegpunkte.
und Dorf 1, zack, hin teleportieren. Die Felder sind jetzt eigentlich fast auch schon überflüssig. Naja, kann man nichts machen. Warte mal, da sind welche drinne. Bist du hier wieder drin? Wie kommst du immer hier rein? Ich hab dich doch weggesperrt, oder? Bist du ein neuer? Ne, du bist so ein alter. Wie kommst du denn immer hier raus? Sind denn hier schon wieder mehr drinne? Ne. Nicht, dass ich wüsste. Also, sonst wird er immer rausgeschoben, oder? Ne, hier sind noch drei. Hier sind vier drin, alles klar. Das passt so. Ich schau mal hier gerade in das Ding rein. Nee. Hat sich nichts geändert. Alles gut. Keine Ahnung, was jetzt damit die Sache war. Vielleicht verrät er mir beim nächsten Mal das. So. Ich will jetzt hoffen, dass das ein bisschen fertig gebrannt ist, damit ich zumindest ein paar sechs Leben durchbrennen kann schon mal. Oh ja, ich glaube, der ist fertig. Ja. Da brauchen wir jetzt erstmal ein paar sechs Leben. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und machen wir eine Kapelle hier. Da muss das rein, da muss das rein. Da kann schon mal voll rein. Oh ne, oh, jetzt habe ich das schon angeschmissen. Egal. So, dann, ja, fang hier schon mal an. Hier fehlen jetzt noch welche. Zack. So, die Bienen, die können irgendwie raus. Ich weiß jetzt nicht, wohin damit, aber irgendwo habe ich bestimmt noch ein Plätzchen für euch. Da ist noch ein schnuckeliges Plätzchen für euch. So. Dann läuft das, dann kann die Öfen laufen. Dann bekomme ich nämlich Energie für später. So, da ist noch Appetite, da sind es 10 Stacks geworden. Das ist ganz krass. So, das wollte ich jetzt noch eben einsortieren, die Bernsteine und die ganzen Charts, die ich nicht brauche. Ja, nichts übrig geblieben. Top. Na ja gut, ein Stack ist natürlich dann rausgeblieben. Ist ja auch nicht schlimm. Brauche ich für später das Stahl. Beziehungsweise kann ich ja jetzt schon gleich verbrauchen. Damit das funktioniert. Ich glaube, da war das so, ne? Yep. Da kommen wir, wie gesagt, später zu. Später, später, später. Können hier rein? Das kann hier rein, das kann hier rein. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das passt, das ist okay. Der Eimer ist auch okay. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Sand. Das finde ich aber schnell relativ in der Wüste. Wenn ich die hier an die... Nein. So. Einmal hier springen. Da haben wir es doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Na, wir können mal alle mitnehmen hier. Fühlt sich schon auf irgendwas hinauslaufen. An Material. An Material. So. Dann habt ihr nämlich schon welche für mich hier. Dann kann ich nämlich schon mal hier ein paar verarbeiten hier. Da war das, genau, 5. 5 zu 4 das Verhältnis. Ja, das passt noch. Nö, so. Ich muss erwarten, bis er wieder welche durchgebrannt hat. Und dann werde ich schon mal eine Kokerei wieder da hinten aufstellen. An die dritte Stelle. Damit die für später auch laufen kann. So, 1, 2, 3. Ja, dann kommt das hier rein. Da kann noch eine Fackel mal reingesetzt werden. Damit zumindest Dell da unten ist. Ja, kommen hier welche. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob sie jetzt da hinkommen oder hinter mich. Ich glaube, er ist hier vorne hin. Ich glaube, die kommen hier vorne hin. Entweder kommen sie hier hin oder hier auf diese Nische gesetzt oder hier an der Wand. Muss ich mal schauen. Oder irgendwie Freiluft da vorne hin, hier so an dem Platz da. Das weiß ich noch gar nicht ganz genau. Das werde ich mir überlegen, wenn ich die Bahnschienen ziehe, weil ich will vielleicht das noch abholen hier vorne. Oder über Ende Chest laufen lassen. Ich habe noch keine Ahnung. So. Auf was schlawenzelst du denn hier rum? Auf welche Aktion? Döp. Ja, du hast ja auch keinen Platz mehr gleich. So. Das, das, das. Ja. Das kann eigentlich fast alles verbrannt werden hier. Nehmen wir nochmal 2 Sex raus.
Kann ich unten bei dem Fermenter reinschmeißen. Zumindest Biomasse irgendwie herstellen. Habe ich ja genug Getreide. Das Getreide kann ja auch verfüttert werden an die Tiere. Aber da kommen wir ja später zu der Massenschlachtung. Dafür sind die Einlöcher deiner Monsterfalle ja noch. So. Ah, der verbraucht auf jeden Fall Energie. Ich tue den mal noch ein bisschen runter. Gut. Das läuft. Biomasse läuft. Die Flamme da. Na ja, gut, fast 100.000. Das werde ich dann wohl bald in die Engines reinpumpen. Da muss ich aber, wie gesagt, auch noch gucken, ob ich dann jetzt einen kompakten Würfel wieder baue, wo halt ein Strang Lava, ein Strang Engine und so weiter ist, weil ich muss ja auch irgendwie Lava haben. Muss ich vielleicht einen See auspumpen. Aber das werden wir im Nachhinein machen. So, wie weit seid ihr denn hier? Haben wir wieder ein paar. Geil. So. Hauptsache stackweise Erfahrungspunkte erstmal abschüffeln. Deck. So, 16 Stück. Müssen wir ja warten, bis wieder welche fertig sind. Und zumindest läuft das hier schon mal. Dann holen wir noch ein bisschen Holz. Das heißt, ich gar nicht so ein Stack. Muss ich auf jeden Fall dafür haben. Dann können wir schon mal zwei Stacks auf jeden Fall wieder rausholen. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Stacks, ja. Ich muss ja berechnen, in die beiden Koker reinkommt vielleicht, glaube ich, ein halbes Stack ungefähr. Kann ich von rechnen, jeweils, dass da noch ein Stack verbraucht wird. Sprich, ein halbes hier kommt jetzt auch noch ein volles rein. Das heißt, ich kann den schon aktivieren hier. So. Und dann. Der läuft. Ah, hier sind noch gar nicht so viele weg. Okay. Ah, zumindest läuft das hier. Und der ist ja schon wieder alle. Ah, komm, dann füllen wir hier nochmal rein. Und das. So, dann teilen wir den nochmal in 16 Teile auf und den ja auch nochmal in 11 hier jeweils. Muss ja zumindest gerecht sein. Läuft aber schnurstracks ganz schnell durch das Holz. Also verbrennt wird's ja hier. Das muss ja irgendwie weg. Dann habe ich wie viel Eurometer schon? Oh, 10. Wow. Na, aber an die. Ja gut, 11 haben wir jetzt mittlerweile. Aber irgendwie muss ich ja Eurometer ein bisschen produzieren. Schon mal für den Anfang. Oh mein Gott. Mein Handy ist gleich alle. Ja, schon wieder. Ich krieg da einen Rappel bei, wenn ich keine Stoppuhr wieder habe. Naja, ich muss auch gleich stoppen. Weil da habe ich erstmal für. Jetzt gucke ich mal gerade. Wenn jetzt die Folge 100 fertig wäre, dann haben wir. Ach, da haben wir schon den 30.11. Ja. Und ich nehme gerade am. Jetzt muss ich unten schauen hier. Nimmt das bestimmt mit auf. Am 6. Jetzt haben wir den 6. November. Bis Ende des Monats habe ich jetzt erstmal Folgen. Also soll es mir recht sein. Ich komme da ganz schön mit klar. Außerdem habe ich dann Zeit für andere Let's Plays. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt. Nee. Ich bin momentan überlegen, ob ich das Let's Play hochladen werde. Zwei Folgen sind schon hochgeladen. Also daran liegt es nicht. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es verwenden werde. So will ich es mal ausdrücken. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Gut, die verbrennen jetzt hier. Dann schauen wir mal noch bei den Turtles vorbei, wie weit. Na. Ich krieg doch einen Rappel. So, wie weit seid ihr denn? Oder habt ihr angehalten? Habt ihr angehalten oder lauft ihr noch? Und diese Wasserstreben hier, die kommen von den Turtles. Also wenn die hochgehen, dann tauchen die ja auf und dann müssen die ja irgendwo die Wasserverdrängung benutzen und das wird dann dadurch passieren hier immer. So. Dann schaue ich mal gerade, wie viel habt ihr denn noch? Sind auf jeden Fall gleich fertig. Ach so, der war ja schneller als der und der war wohl öfters oben. Schauen wir mal gerade, wie voll die sind, die Kisten. Der ist fast, oh, der ist fast voll. Ja, der hat schon Diamanten, ist auch eine geile Sache. Und hier hat er auch schon ein paar Sachen. Das ist gut, da werde ich wieder aussortieren. Und dann wollen wir in der nächsten Folge vielleicht in die Mine rein. Das Loch, weiß ich nicht, für was ich das benutzen werde. Entweder kommt hier eine Fabrik rein. Oder es kommt das gleiche Weizenfeld nochmal in Großformat darin. Aber da werden vielleicht ein, zwei Dinger mehr laufen. Das weiß ich noch nicht.
Dann springen wir durchs Portal. Es geht ja relativ schneller. Flop. Sind wir schon da. Dann gucken wir, was wir für Leben noch haben. Dum-dum. Tun wir noch ein paar herstellen. Ich brauche das jetzt. Warte mal, wir können auch die Kessel noch eben hinstellen, dass wir jetzt zumindest das Rezept haben. Damit ich zumindest weiß, was ich machen muss. Genau, hier müssen wir hin. Ja, die Holzkohle jetzt nicht verwenden, aber die Ziegel. Und zwar so. Das Verbrauchmaterial, das ist ein geköpftes Material. Und dann haben wir jetzt so Kessel. Ich brauche mal vielleicht, sagen wir mal, 4 Stück schon mal davon. Können wir von ausgehen. Dass wir 4 Stück davon brauchen. So, jetzt haben wir noch 2 Sacks davon raus. Die können ja auch wieder verbrannt werden. In die Öfen, die werde ich jetzt durchbrennen lassen. Ich werde das ganze Lehm durchbrennen lassen. Und dann sehen wir uns gleich ja fast schon wieder. So. Nehme ich ja nicht mal übel hier. Zack. Ja. Das läuft. Das läuft hier. Muss ja irgendwie vorangehen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich später da nicht mehr zu. Habe ich denn davon noch welche? Von den Stahlplatten. Da haben wir noch welche. Da brauchen wir von den Eisenplatten, meine ich. Da brauchen wir jetzt auch mal 4 Stück von. Zack. Niederdruckkessel. Druckkessel haben wir. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal eben noch in den Keller rein. Die Folge überziehe ich jetzt im Moment. Ja. Kriegt halt 5, 6 Minuten ein bisschen mehr. Ist ja eigentlich mir wurscht. Bei mir geht es eigentlich nur um das Rendern, weil das dauert ja im Moment länger dann von den Minuten her. Deswegen habe ich die Folgen auch halt in ein paar Teile aufgeteilt. Mache ich das denn hier hin? Oder mache ich eine Ebene jetzt dazu? Das wäre, glaube ich, schlauer. Eine Ebene noch dazu verwenden, weil wenn ich hier oben dran setze, dann muss ich wieder das Zeug hier hochpumpen, das hier, das Teeröl. Und wenn ich eine Etage drunter mache, bräuchte ich das nur runterpumpen und ich müsste nur einen Aqueous Accumulator nochmal neu craften. Ja. Okay, ein Stack haben wir schon mal. Dann crafte ich den auch nochmal und dann weiß ich zumindest, was ich tun muss. Dann muss ich in den Zerkleinerer die Erze reinpacken. Sprich Eisen und so was. Das wäre auch noch gut. Da bräuchte ich eigentlich den Pulver, weil das geht dann, glaube ich, im Moment schneller. Aber da komme ich später erst zu. Erstmal wieder Rohstoffe sammeln. So. Dann brauche ich ein Frame. Da brauche ich ein Gold. Ne, da brauche ich doch ein Gold, brauche ich nur. Ein bisschen Redstone und ein bisschen Eisen. Eisen haben wir hier. Ein bisschen Redstone, ein bisschen Glas. Hier ist Holzkohle, gut. Redstone, Glas. Ich glaube, normalen Stein brauche ich noch. Dafür und wie gesagt, Glas. Und ich glaube, das war es auch. Beziehungsweise ich bräuchte noch Kupfer. Kupfer, Kupfer oder Zinn war es? Ich glaube Zinn. Versuche jetzt mal das Rezept ungefähr aus dem Kopf zu kriegen. So. So. Ich glaube, das war jetzt Stein. Ja, das ist jetzt der Minium Stone. Oder das war Glas. Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, es war Glas, alles klar. Dann brauche ich einen Servomotor. Ne, 2 Eisen waren es. Okay. Ein Redstone. Braucht die noch irgendwas? Ich schau mal lieber nach. Egg. Accumulator. Ach, ein Eimer braucht die noch. Genau. Ein Eimer. Den habe ich da. Machen wir gleich 9. So, Zinn. Und Glas. Dann haben wir den. Dann weiß ich zumindest, dass die 3 Sachen zusammengehören. Das kommt jetzt hier so ungefähr hin. Oh ne. So muss das hin. Dann schauen wir mal, was hier noch am Ofen an Lehm und Ziegelblöcken ist. Wir machen uns davon auch noch welche raus. So.
nämlich davon noch welche herstellen. Ich weiß nicht, wie viel ich da rausbekomme. 24. Zack. Zack, 2 und 40. Da bekommen wir fast schon 2 raus. Und wie gesagt, schaue ich mal, wo ich die hinsetzen werde. Also, ich gehe jetzt mal von hier oben aus, dass hier vielleicht die Baumfarmen alle beide kombiniert werden. Hier kommen ja auch die anderen Baumfarmen hin. Hier kommt vielleicht eine kleine Farm hin. Ja. Wobei hier die Öfen eigentlich hin könnten. Die wären ja dann sozusagen hier an die Mauer. Naja, das sieht auch ein bisschen blöd aus. Oder hier hin. In die Richtung. Über die Monsterfalle, also wäre auch ganz lustig. Weil ich muss das mit der Bahnstrecke ja dann ungefähr austingeln, wie ich das machen werde. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash oder P. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben 100 Folgen erreicht. Das war jetzt sozusagen längere Folgen von den 100. Kleine Special sozusagen. Die werde ich alle an einem Tag hochhauen. Stündlich dann sozusagen, abstandmäßig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in 101 Folgen. Bis dahin, euer Flash oder P. Und tschüssen.